So, nochmal quasi ein filmischer Logbucheintrag. Wir haben Viertel nach eins mittags deutscher Zeit. Unter uns liegt Papillon und der Flugplatz Papillon. Wir kamen aus dieser Richtung. Da sieht man die Ausläufer der Pyrenäen. Und wer sich da so ein bisschen auskennt, der weiß, dass auf der einen Seite die Pyrenäen sind und auf der anderen Seite das Mittelmeer. Wir sind mittlerweile, Matthias, wie viele Stunden unterwegs? Wir sind 36 Stunden in der Luft, also vor 36 Stunden gestartet. Haben jetzt eine Fahrtstrecke von 1070 Kilometer hinter uns. Und haben noch mal knapp 800 Kilometer bis Rom. Also, Rom liegt auf der Westseite von Italien, sprich auf der uns zugesandten Wandenseite. Also, wenn wir bis Rom fahren, haben wir jetzt 800 Kilometer Wasser vor uns, ja. Wird uns aber ja auch nichts anderes übrig bleiben, das, was wir bis dahin fahren. Sonst müssten wir den Rest paddeln, wollen wir ja auch nicht. Aber Matthias will nicht. So, nochmal hier. Das westliche Mittelmeer hat ein bisschen Bewölkung, da sind wir aber deutlich drüber. Und wir sind jetzt unterwegs mit. Kann ich jetzt nicht sehen, ob das rüberkommt hier. Mit 57 km/h in 2500 Meter. Schon fast ein bisschen zu schnell. Müssen auf jeden Fall hinter Korsika, wenn wir das überfahren, abbremsen. Die Richtung ist Richtung 108 Grad. Abbremsen werden wir auf jeden Fall müssen. So, das war der Logbucheintrag von heute Mittag. Okay, auf geht's. Glück ab! Glück ab!